Gut. Servus, der Marc von Business to Venus hier und bei mir ist die Kira. Für den Nasenbissing mit Ring oder Stecker oder Ring, haben wir uns 10-mal überlegt. Jetzt bleiben wir doch beim Ring. Ich glaube, es ist cooler. Also ich sage immer nochmal, wenn einer generell den Ring cool findet, würde ich es immer mit Ring am Anfang anstecken, weil es ist noch besser vom Sitz, vom Look. Und ich finde es einfach ein bisschen moderner, jünger für dich, witziger, hätte ich gesagt. Ja. Stecker ist ja auch schön, aber ist halt eher ein bisschen cool. So, ich halte den mal hin, dass du mal siehst, wo ich den mache. Das sieht aber schon alles. Du kannst später auch noch einen dünneren Ring haben, aber das können wir erst in 6 Wochen machen. Okay. Wir können auch goldene Ringe nehmen, Musikwald, aber das können wir alles machen, wenn du in 6 Wochen zu mir kommst. Dann kommst du entscheidend jetzt an. Also ich persönlich finde es cool, aber schaust du mal an. Ja, also, ja. Oder? Ja. Steht ja gut. Du machst schon mal das Stechen, gell? Ja, ich habe von der Bockner mit dir. Und, geht's dir gut? Ja, jetzt. Wie lange hast du jetzt schon? Lang, oder? So, ich glaube seit Dezember. Ja, schön. Geht gut die Heilung, also wenn das gut geklappt hat, klappt die Nase auch vermisst. Nimmt sie nicht viel. Nase halt noch schneller oft als der Bauch, weil die Schleimhaut in der Nase sehr, sehr schnell heilt. So, liebe Kira, dann würde ich eigentlich mal loslegen und dir das Ganze stechen. Wir machen jetzt folgendes: Ich tue jetzt mal die Receiving Tube, ist so ein kleines Röhrchen in die Nase ein bisschen rein, dass sie nicht verletzt. Steckst dir durch, mach den Schmuck rein und das war's. Okay? Du bleibst zu liegen, chill, alles gut. Und schmerzmäßig ist es wirklich nichts Dramatisches. Mach nur die Augen kurz zu beim Stechen. Mhm. Wenn die Augen offen sind, dann drehen sie etwas stärker, als wenn die geschlossen sind. Okay. Alles okay? Ja. Tschüss, tschüss. Der Ring rein. Der Schreckenzug noch ein kleines bisschen. Das war's. Geschafft. Augen aufmachen, hier ist was zum Abtupfen. So, das ich denke. Das Blut oder die Tränen? Nein, das sind Tränen. Das ist Tränen. Und gefällt es dir? Ja, ich finde es cooler für dich. Das ist, auf die Wahrheit war es auch nicht böse. Ja, das ist schon schön, oder? Ja, es ist schon. Es ist ein bisschen frecher halt, ja. Dass du nicht so brav bist. Ja? Meine Tränen kommen. Das kannst du mal, das ist ein Reflex vom trigeminalen Nerv, also das gehört dazu, dass dir die Tränen da kommen. Gefällt es dir, Kira? Ja, ja. Cool. Meine Mutter sagt, dass sie erst gelesen hat, dass Tränen kommen sollen. Genau, das liegt an trigeminalen Nerv, das ist ganz normal. Ich habe etwas vergessen, jetzt erinnere ich, dass meine Kollegin über Tränen gesagt hat. Ja, genau. Das erste Monat bekommt man. Unbewusst macht man. Genau. Ja, genau, automatisch. Aber das macht ja nichts, ist ja nichts Schlimmes. Ich erkläre dir mal die Pflege. Ja, also zuerst musst du die Hände bitte waschen und desinfizieren. Wie du das vom Bauchnabelbissing auch kennst, ist eigentlich relativ gleich. Du nimmst bitte das unter den Spray wieder, wenn du noch welches hast, schmeiß es weg vom Dezember, wer jetzt März. Ja, dann wird es abgelaufen. Nach 3 Monaten läuft es ab. Sprüh das bitte außen noch in die Nase rein. Lass es einwirken, so 30 Sekunden. Dass es antibakteriell wird. Nimm dir dann eine Küchenrolle, so ein Papiertuch, mach sie feucht mit dem Spray und wisch dir bitte außen und auch innen die Nase sauber. Keine Wattestäbchen, weil es fusselt. Ja, okay. Dann nehmen wir das Gel, da reicht ein Tropfen, außen und innen drauf tun und dann bewegst du das Piercing hin und her, damit es auch in den Stichkanal reinkommt. Ja, okay. 3 Wochen machst du das 2-mal am Tag und dann noch 3 Wochen 1-mal am Tag. Das ist 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen, wenn irgendwas ist, kommst du vorbei, dann schauen wir uns das Ganze an, ob alles gut verheilt ist und tauschen dir das Ganze aus. Okay. Hast du soweit Fragen oder ist soweit alles okay? Ja, nicht so. Gut.
dann wäre ich mal fertig mit meinem Latein, also ich habe jetzt gar nichts mehr. Dann würde ich sagen, gebe ich dir mal die Pflegeprodukte mit, die Zettel auch noch. Und in 6 Wochen machst du einen Termin zum Wechsel. Wenn du die Nase putzen musst, schnäuzen musst, ganz normal. Denk dran, Dampfbad, Sauna, Solarien werden 3 Wochen nicht erlaubt. Ja. Und Sportduschen, Haare waschen, darfst du morgen wieder ganz normal. Okay. Und ich hätte noch eine Frage über meinen Bauchnabelpiercing. Ist es okay, wenn es noch immer ein bisschen rot ist und das noch immer irgendwas halt rauskommt? Ein bisschen alt oder so? Also, zeig es mal ganz kurz her. Ja. Sonst ist das eh gut. Also ja, also es sieht eigentlich gut aus. Ich meine, so manche Kunden brauchen halt sehr lang, bis es verheilt. Und bei manchen Leuten dauert es halt 3 Monate, bei anderen 6. Es sollte jetzt langsam zum Ende kommen. Aber wir sind Dezember, haben uns gestochen. Ja, dann war Februar, März. Ja, also ich sind wir noch in der guten Zeit drin. Also es sieht okay aus. Vielleicht mal die Hose einfach ein bisschen tiefer tragen. Also ich trage sie mal. Ja, weißt du, wenn du sitzt, drückt der voll rein. Ja. Das ist genau in der Schule. Du denkst, beim Stehen denkst du, es passt, und wenn du sitzt, drückt es dich, und dann, wenn du 7 Stunden oder 5 in der Schule sitzt, dann hast du genauso eine beleidigte Geschichte. Ja. Passt, dann sind wir mal fertig. Ich sage mal danke fürs Video und danke fürs Stechen. Tschüss, Papa.